Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin die Dominik, Make-up-Artist und aus dem Grund kann ich euch viele schöne Dinge über Make-up erzählen. Und zwar geht es heute um die Kontur und zwar, was der Unterschied vor allem ist zum Bronzer und wo man die Kontur aufträgt. Und natürlich auch, was für eine Farbe man dafür am besten nutzt. Videos für Blush und Bronzer habe ich euch schon abgedreht und sind auch schon auf meinem Kanal veröffentlicht. Die verlinke ich euch mal hier im i. Und dann könnt ihr da natürlich auch nachschauen und wisst dann hoffentlich, wie man das Gesicht schön formt bzw. einfach natürlich dimensional aussehen lässt. Dann würde ich sagen, beginnen wir mit der Kontur. Die Kontur ist dafür da, um dem Gesicht wieder ein bisschen Dimensionalität zu geben und ein bisschen Kontur, logisch. Weil durch die, habe ich euch ja schon in den letzten Videos erklärt, dass man durch Make-up und Concealer so das Gesicht zu einer Leinwand im Endeffekt wieder zurückentwickelt, um alles Mögliche abzudecken, um eben dann neu starten zu können mit dem Make-up. Und dadurch gehen auch so ein bisschen die Schatten, die man im Gesicht halt so hat, unter. Man hat sie natürlich immer noch. Und genau auf diese Schatten muss man so ein bisschen Acht geben, damit man die wieder findet. Und ein bisschen verstärken kann, damit das Gesicht einfach ja, ein bisschen weniger flach wirkt. Somit kann man natürlich auch seine Gesichtsform anpassen an die allzeit beliebte ovale Gesichtsform, wenn man die eben nicht hat. Ist auch eine Möglichkeit. Im Bronzer-Video habe ich euch ja schon erklärt, dass der Bronzer immer so ein bisschen wärmer ist und aufgewärmt. Ich habe übrigens auch schon Ich habe übrigens auch schon Blush und Bronzer drauf. Und Bronzer ist so warm und lässt das Gesicht sonnengeküsst aussehen. Und die Kontur hingegen ist ein kühler Ton und ist einfach nur für die Schatten da. Da kann ich euch jetzt auf jeden Fall nochmal die NYX-Palette zeigen, die ich euch ja auch im Bronzer-Video schon gezeigt habe. Und zwar sieht man hier auf der Seite die zwei warmen Bronzertöne und auf der Seite die zwei kühlen Konturtöne. Also hier, die sind natürlich wieder so ein bisschen orangener und die hier sind einfach so ein bisschen mit mehr Blaupigmenten drin, einfach ins Kühle gehend. Und welche Pinsel ich dafür am liebsten nutze, ist eigentlich so einer. Und zwar sollte schon einer sein, mit dem man präzise eben an die Schatten eben sich anpassen kann. Und da ist jetzt ein großer Pinsel natürlich absolut unpassend, weil man hat nicht im gesamten Gesicht irgendwie Schatten. Nicht wie beim Bronzer, das haben wir ja großflächig aufgetragen, weil die Sonne natürlich nicht nur einen kleinen Teil vom Gesicht trifft. Und die Kontur ist eher schmal und präzise eben. Dementsprechend finde ich so einen flachen Pinsel richtig super. Das ist zum Beispiel jetzt der Face Paint 109 von zu Eva. Kann ich euch wärmstens empfehlen. Man könnte zur Not eigentlich auch hier so einen, das ist ein Highlighter-Pinsel nehmen, der so ein bisschen angespitzt ist. Und dann gehe ich einfach hier so ein bisschen rein. Klopfe auch hier das überschüssige Produkt wieder ab. So, und wenn wir jetzt mal das Gesicht angucken. Also, man weiß ja mal, also vielleicht schon so ein bisschen, wo die Kontur hinkommt, also zum Beispiel eben gerade unterm Wangenknochen und alles. Und wenn man das Gesicht so anschaut, dann sieht man, dass hier ein Schatten ist. So ein bisschen dunkler eben. Und dann sieht man auch noch, dass zum Beispiel hier an der Seite der Nase so ganz leichte Schatten sind. Wir nehmen jetzt als erstes auf jeden Fall hier den, ich zeige es euch mal so rum, den Schatten unter dem Wangenknochen auf. Das tut einfach das Gesicht auch minimal vielleicht schmäler machen, so ein bisschen herausheben einfach, dass das Gesicht Höhen und Tiefen hat. Und da setze ich eigentlich am liebsten hier so vom Ohr an. Da kommt es wieder auf die Gesichtsform an. Wenn man es natürlich so ein bisschen nach unten macht, das streckt das Gesicht wieder so ein bisschen. Kann es aber auch leicht nach unten ziehen lassen. Oder wenn man es so ein bisschen schräger macht, das kann ein Gesicht einfach auch so ein bisschen breiter wirken lassen. Man sieht hier jetzt schon, da ist schon ein bisschen Farbe rausgekommen. Und das tue ich jetzt einfach ganz leicht, also wieder ohne viel Druck auszuüben, hier schön verblenden. Und zwar blendet man den dann immer nach oben. Weil wir wollen hier unten den Bereich hell lassen, weil eben der Schatten, also der Knochen ist ja hier oben, der Schatten ist hier unten. Und hier muss es wieder hell sein, damit der Bereich wieder ein bisschen nach vorne tritt, damit eben nur dieser kleine schmale Bereich nach hinten treten kann. Dabei sollte man darauf achten, dass man niemals irgendwie arg weit nach vorne kommt. Das sieht sonst immer ganz arg seltsam aus und zieht das Gesicht auch eher wieder nach unten. Mein Ding ist immer so bis zum Ende vom Auge, das heißt bis hier, dass man da nicht drüber rauskommt. Also auch gerade wenn man lacht, nicht hier über die Backe. Ich gehe dann immer gerne zur Stirn über. Ich finde meine Stirn ein bisschen zu hoch. Dementsprechend kann man die mit einem Konturprodukt ein bisschen verkleinern. Dementsprechend nehme ich hier oben einfach so ein bisschen
Konturprodukt hin. Man könnte jetzt zum Beispiel auch, wenn man sein Gesicht verschmälern möchte, an den Schläfen minimal noch was auftragen. Um das Gesicht kürzer zu machen zum Beispiel, trägt man oben und unten dann was auf. Das verblende ich dann natürlich gleich hier immer an den Seiten noch so ein bisschen nach unten, damit auch hier keine harten Kanten entstehen. Und auch wie beim Bronzer-Video habe ich euch ja auch schon gesagt, dass man das schön in den Haaransatz einblenden sollte, damit hier eben keine komischen weißen Linien übrig bleiben. Und so ist natürlich mit dem Konturprodukt auch. Man kann aber zum Beispiel auch die Wangenknochen noch ein bisschen schöner herausarbeiten, indem man einfach auch ein bisschen Produkt hier unten an den Wangenknochen aufträgt. Das war jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber vielleicht ganz gut, um euch das mal zu demonstrieren. Einfach hier, da wo der Wangenknochen aufhört und das dann eben wieder so ein bisschen schön nach oben ausblenden, dass man auch hier wieder keine harten Kanten hat. Und auch nach unten ausblenden, damit es nicht aussieht wie so ein komischer Make-up-Rand. Und wenn es zur Nase geht, kann man sich jetzt überlegen, einen kleineren Pinsel zu nehmen, damit man auch hier präziser ist. Ist eine Option. Ich möchte meine Nase nicht so krass konturieren, immer nur so ein bisschen. Deswegen langt mir das eigentlich, indem ich dann einfach ganz wenig Produkt nur nehme. Also es soll auf gar keinen Fall so stark werden wie die anderen Bereiche, weil sonst wirkt sie meistens doch noch größer, als sie eigentlich ist. Sondern einfach nur so minimal vielleicht verschmälern, das könnte man damit tun. Oder einfach wieder auch hier so ein bisschen die Dimension zurückgeben. Ich mache es einfach gerne, indem ich hier sozusagen von der Augenbraue nach unten bis zur Nasenspitze so ganz leicht eben runterfahre und da das Produkt ganz leicht auftrage. Ich meine, je mehr man seine Nase verschmälern will, desto mehr muss man natürlich hier zusammengehen, dass der Nasenrücken hier oben schmäler wird. Dann wirkt auch die Nase schmäler. Und das mache ich dann auch hier auf der anderen Seite. Und dann möchte ich, also wenn man die Nase verkürzen möchte, dann geht man auch hier vorne noch ein bisschen hin. Würde ich generell immer machen, dass es nicht so aussieht wie zwei Balken und sonst nichts. Aber wenn man sie verkürzen möchte, kann man einfach den dunklen Bereich natürlich noch ein bisschen weiter nach oben ziehen. Blendet dann hier das so ein bisschen zusammen. Sieht jetzt noch ein bisschen komisch aus, muss ich gleich schon noch ausblenden. Und man könnte sich, wenn man so eine Art Stupsnase haben möchte, hier in dem Bereich hier auch noch so eine kleine Linie ziehen. Dann kommt einfach die Nasenspitze noch ein bisschen mehr hervor. Wem das gefällt, kann das gerne tun. Ich mag das eigentlich immer ganz gerne. Und dann blende ich das Ganze hier einfach so aus. Und wenn mir hier vorne zum Beispiel an der Nasenspitze ein bisschen zu viel Produkt hingekommen ist, dann blende ich das auch gerne mal mit den Fingern aus oder nachher wieder mit unserem Puderpinsel. Man könnte jetzt natürlich noch zum Beispiel die Lippen konturieren. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich Lippenstift schon drauf habe. Wenn ihr das sehen wollt, genau, ich habe doch sogar ein Video mal gemacht zu vollen Lippen und da konturiere ich meine Lippen. Da könnt ihr das auf jeden Fall auch mal nachschauen. Das verlinke ich euch mal hier. Könnt ihr da mal reinschauen. Deswegen lasse ich das jetzt hier mal aus. Mache ich sonst aber eigentlich auch immer ganz gern, vor allem die Unterlippe. Man kann sich jetzt am Ende einfach nochmal seinen Puderpinsel nehmen und nochmal hier einfach so ein bisschen grob über alle Stellen drüber gehen, dass sich einfach Bronzer, Blush und Kontur ineinander verbinden und vor allem auch, dass man harte Kanten nochmal entfernt. Ich bin hier jetzt gerade ein bisschen rot geworden. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gerade nicht warum, also hier nicht wundern, so komisch sieht es dann eigentlich nicht aus. Es kann manchmal vorkommen, dass die Kontur so ein bisschen fleckig wird. Normalerweise, weil man wirklich wenig Druck anwendet und wirklich ganz sanft das Produkt nur aufträgt, dann dürfte es eigentlich nicht fleckig werden. Man kann zum Beispiel einfach auch Cremeprodukte nutzen, die arbeitet man dann in die Foundation mit ein. Dann wird es normalerweise auch weniger fleckig. Manchen wird es mehr fleckig, das ist immer so ein Ding. Da müsst ihr einfach selber dann mal schauen, was euch mehr liegt. Ich kann euch natürlich auch gerne mal noch Cremekontur zeigen, wenn ihr das sehen möchtet. Gebt mir dafür gerne einen Daumen nach oben und schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr jetzt zum Beispiel noch nicht wisst, was euer Hauttyp ist, dann könnt ihr den auch sehr gerne herausfinden mit dem kostenlosen Hauttyp-Test, den ich erstellt habe. Den Link schreibe ich euch in die Infobox. Schaut da gerne vorbei. Und ich entwickle übrigens auch gerade meinen eigenen Make-up-Online-Kurs. Wenn ihr da Interesse dran habt, dann könnt ihr euch auch in den Newsletter eintragen. Den bekommt ihr, wenn ihr euch für den Hauttyp-Test anmeldet. Und dann bekommt ihr da auch alle möglichen Infos, wenn euch das interessiert. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz schöne Zeit, einen schönen Tag, einen schönen Abend und dann macht's gut. Tschüss!